Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals, willkommen hier zurück bei Skyrim oder sollte ich sagen Schleichrim. Ja, nach einer sehr deprimierenden letzten Folge, bei der ich irgendwie die halbe Falmerstadt hier, jetzt hör mal auf hier alles zusammenzustürzen, bei der ich die halbe Falmerstadt gegen mich aufgebracht habe, will ich jetzt mal probieren hier ein bisschen smarter voranzukommen, denn ganz ehrlich, ich habe jetzt keine Lust hier, weil diese Bogenschützen, diese Fallmeer... Nein, entdeckt. Okay, wir müssen warten. Ganz ehrlich, weil diese Fallmeer-Bogenschützen, die sind ziemlich hart. Also die hauen mir Crits rein, also bam, ist mal, ich hab noch bestimmt 40% Leben. Bam, falle ich um. So, das ist uncool. Das macht so natürlich nicht so viel Sinn, hier so... Alter! Ja, ich weiß. Also, das macht nicht so viel Sinn, dass ich jetzt hier so hart vorpirsche. Deswegen kurz abwarten. So ein bisschen, ne? Gucken, was so geht hier. Und wichtig ist, schleichen. Das haben wir also gehört. Der gesamte Turm ist eingestürzt. Der Typ guckt ja nicht mal in unsere Richtung. Wir müssen einen Weg darum herumfinden. Mercer, wer ist da? Kommt! Ja! Nein, ich fall runter! So, jetzt ist nämlich da vorne dieser Bogenschütze. Der ist nämlich ziemlich nervig. Und den will ich jetzt nämlich erstmal wegholen. Ach ja, ich kann den Falmerbogen benutzen. Ah, der macht echt ziemlich gut Schaden. Oh, fuck it. Merkt ihr das? Zack. Und jetzt habe ich noch diesen Bogenschützen nämlich auf mir drauf. Boah. Ach, Mann. Was machen wir jetzt hier? Ah, wir können mal den Volltreffer mal reinnehmen. 20% mehr Schaden. Dann hauen wir uns noch... So ein, so. Ey, wieso? Warum? Wie kann der Typ sich hier eigentlich an mich so ranpirschen? Ich dachte, ich kriege hier den Rücken gedeckt. Also, das irgendwie hat das vorhin noch besser funktioniert. So, okay. Also, wir merken, das, was ich hier mache, ist gerade alles nicht so von Erfolg gekrönt. Ah, der geschmiedete alte Nordbogen. Der ist natürlich noch ein bisschen besser. Hätte ich auch nehmen können. So, wartet mal. Wir nehmen jetzt. Nehmen jetzt. So. Wie kühl ist es hier unten? Ja, wir nehmen jetzt irgendwie das wirklich nur auf Damage. Und rocken die Scheiße fett. Also wir müssen wirklich tatsächlich uns hier eiskalt, das nicht durchkämpfen, aber wir können hier nicht alle Fights umgehen. Ach ja, und wir hauen uns vorher noch einen Schrei Feueratem rein. So. Boah, das ist so krass. Also, das ist echt so krass, wie hier wirklich meine... Wow, wie wirklich meine Lebenspunkte echt wegrasiert werden. Nein, Alter, wie kann das jetzt bitte sein? Ich habe meine Lebenspunkte gerade voll gemacht. Ich habe gerade eben meine Lebenspunkte
Folgen gemacht. Wie kann es bitte sein, dass ich jetzt plötzlich ge-One-Hit-Hit werde? Wie kann das bitte sein? Nein, das akzeptiere ich jetzt nicht. Das kann, Alter. Vielleicht doch mit dem hier? Ich weiß es gerade echt auch nicht mehr. Ach, was mich halt echt so am meisten nervt. Ah, ich kann den Typen mit Fußruder da unten übrigens von, da oben von seinem Turm dann runterholen, den euren Bogen schützen. Also, weiß nicht, habe ich jetzt irgendwie nur noch eine halbe Rüstung an oder warum kassiere ich hier gerade den Schaden einfach so ultimativ hart, dass ich die, also, dass ich wirklich gewonshottet werde. Also, ich habe ja kein Problem damit, wenn ich die, wie ich ein Viertel Lebenspunkte habe. Fußruder! So, da kann mich immerhin kein oller Zauberer hier kommen. Ha, der will doch kommen, der Zauberer. Kann erstmal zaubern da oben. Wo sind eigentlich Brindolf und Karelia? Der Typ da oben, das ist dieser Pfeilschützi, der nervt da so. Vor allem, ich habe das ja hier einmal gemacht und ich kam hier relativ gut durch. Also ist ja nicht so, dass ich da hier starke Probleme hatte. Boah. Boah, man kann ja wirklich, also das ist ja schlimmer als ein Kampf gegen einen Drachen. Nocturnal, führt meine Hand. Ich sehe schon, dass mir die Beine da unten echt alle noch verrecken werden, aber ich kann auch echt nichts tun. Ich muss mich erstmal aufladen. Wir müssen jetzt vier von diesen Falmer-Typis abwürgen. So, ich helfe euch da gleich. Ach, Leute, ey. Leute. So. Okay, beide sind da. Hier hatten wir, glaube ich, nichts mehr, ne? So ein paar... bisschen Stuff, aber jetzt auch nichts Wichtiges. So. So, jetzt mal wieder die Nachtigall-Klinge mit. Und der nächste von diesen Räumen. Bei Shaws Knochen. Seht euch dieses Ungetüm an. Es ist ein Zwergen-Centurio. Hart im Nehmen und sehr tödlich. Wir können mit der Bestie kämpfen oder uns vorbeischleichen. Eure Entscheidung, Bürschchen. Okay. Direkt hinter euch. Wir schleichen uns vorbei. Wir müssen uns den Schlüssel zurückholen. Genug geredet. Jetzt kommen die Schmerzen. Super, wie ihr direkt diesen Zwergen-Centurio aktiviert habt. Wartet mal. Ich glaube, wir sollten uns lieber am äußeren Rand vorbeischleichen. Ich glaube, hier ist ein guter Ort zum Vorbeischleichen. Hier sollten wir außerhalb der Reichweiten dieser Falmer sein. Ja, hört sich gut an.
Nein, Auge, geh wieder zu, geh wieder zu. Okay, hat geklappt. Wir haben den Centurio erfolgreich hinter uns gelassen. Euer Leben ist verwirrt. Ja. Die Schatten euch holen. Ja. Ui. Boah. Wow, 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 wow. Also das ist hier wirklich... Das ist hier wirklich, ey, nichts für schwache Nerven. Vor allem, da ich gefühlt nur einen Millimeter Leben pro Sekunde nachlade. Gott, und dann laufe ich direkt noch in so einen Fallensteller rein. Oh, warte mal, neue Stufe. Oh Gott! Nein! Wichser! Verdammte Spasti, nur weil ihr die jetzt wieder ranholen musstet. Mann, ich bin so schön vorbeigeschlichen, aber ihr habt sie wieder rangezogen. Also es ist wie bei World of Warcraft. Ne, man beißt sich wirklich durch den Raum durch und man macht und tut. Und was passiert? Irgendein Typ rennt dann natürlich mitten in die nächste Mobgruppe rein. Das ist echt... Das ist echt ganz schön typisch MMO-Style, sag ich mal. So, wartet mal. Hallo, Brynjolf. Nicht da hinten so blöd rumstehen. Wer ist da? Oh. Ach gut, ich kann etwas Training gebrauchen? Kann man die Leute bitte auch aus meiner Gruppe rausschmeißen? Also, das liebe ich ja, wenn... Also, dann bitte dann doch lieber ohne Begleiter. Wenn die sich ständig nur in Kämpfen verfangen und, naja, keine Ahnung, was tun. Wieso haben die mich jetzt bitte entdeckt? Warum haben die mich bitte jetzt entdeckt? Hä? Wer sieht mich denn jetzt hier eigentlich die ganze Zeit? Ach, du siehst mich die ganze Zeit. Das Problem ist, dass diese Dinger einfach so unglaublich hart im Nehmen sind. Alter, was... Vorhin habe ich die ganze Zeit doch wunderbar geschafft, mich hier vorbeizuschleichen. Und jetzt kriege ich das gerade nicht mehr so hin. Hm. Ah, da ist echt ein Rumgemoser hier. Und entdeckt. WTF, die ganze Zeit vorhin klappt's und jetzt klappt es nicht. Ja, wieso? Ach so, weil ich im Fertigkeitsmenü bin. So, mal laden, so. Die ganze Zeit klappt es vorhin wunderbar.
Ha, ich habe eine Idee. Also wahrscheinlich wird es nicht funktionieren, aber... Habe ich keinen Trank gehabt, der meine... Ich bin doch einfach gerade zu schnell gelaufen und habe damit zu viel Geräusche gemacht. So, ganz kurz mal. Ich will jetzt nicht alles immer ständig. Hallo, ich bin raus aus dem Schleichmodus. Ich habe die ganze Zeit auch die nötige Taste dafür. Hallo! Okay, hier sind mir eindeutig zu viele von diesem Pfeilmann. Ist ja auch noch so eine komische Ratte unterwegs. Hallo? Ach, Mann. Das ist so abartig krass hier. Das ist so abartig krass, diese ganze Szene. Also, ich weiß, ich bin wahrscheinlich einfach nur ein mega schlechter Schleicher, aber WTF! So, ich glaube, das Problem ist der Typ, der da hinten nämlich hockt. Nee, also irgendwer sieht mich hier jedes Mal. Ich weiß nur noch nicht genau, wer. Was, wir haben es mal in die Höhle reingeschafft und das ohne gesehen zu werden. Ich bin ja entzückt, bin ich. Lass uns den da vorne abwarten. Ah, die müssen da oben lang. Ich sehe schon. Okay, komm weiter. Warte, ich speichere jetzt alle 2 Sekunden ab. Ihr kämpft wieder da unten jetzt gegen alle, oder was? Das ist das, was mich bei den Jungs ein bisschen stört. So, jetzt haben wir uns hier so erfolgreich hochgeschlichen.
Aber anstatt jetzt den möglichst logischen Schritt zu machen, machen sie den möglichst unlogischen Schritt. So. Ich glaube, die kommen jetzt nicht automatisch mit, ne? Wie man es so von Fallout New Vegas kannte. Ah doch, wunderbar. Ach du Schreck, die sind jetzt alle hier mit reingekommen. Okay, wir sind einen Raum weiter. Aber auch nur, weil wir uns hier so ein bisschen durchgebuggt haben. Ein Jäger ist ja kein Bug, aber... So, das heißt, hier kommen jetzt gleich ganz schön viele von denen. Das bedeutet... Das bedeutet... Ja. Genau, nee, nicht genau, wartet mal. Waffen, nee. Brauchen wir eigentlich gar nicht, weil ich brauche nur Magie, auch Wiederherstellung, Heilung und so. Hi. Das ist einfach nur noch so eine Qual hier gerade. So, jetzt komme ich erstmal hier nicht weg, weil ihr mir schön im Weg steht. So, und jetzt kommen die anderen auch gleich hier rein. Also es war nicht gerade die schlauste Aktion, hier einfach durchzulaufen. Aber ich hasse es, dass die mich so einfach wegrasieren können. Das sind kleine, verkümmerte Typen, die nicht mal eine richtige Rüstung anhaben. Und die können mich hier einfach so wegrasieren. Das ist das, was mich gerade auch so ein bisschen so am meisten eigentlich nervt. So, das ist. Also, das ist nicht so, dass ich sage, okay, ich kämpfe jetzt hier gegen krasse Kriegsroboter. Ja, ich fall schon wieder einfach um. Es ist so, der Typ trifft mich zweimal und ich fall hier einfach um. Was mir auch so ein bisschen echt auf die Nerven geht, Gesundheit, ist, dass ich die einfach, dass die einfach so unglaublich immens mehr Schaden machen als ich. So, und jetzt sind sie schon wieder ran. Dieser ganze Dungeon, das ist wirklich eine einzige Pest. Also was ich, glaube ich, aktiv machen kann, ist natürlich versuchen, doch den Schwierigkeitsgrad runterzustellen. So, keine Ahnung. Ich meine, ich spiele nicht auf sonderlich hohen Schwierigkeitsgrad. So, ich spiele auf Adept. So, ich habe jetzt mal auf Novize umgestellt. Mal gucken, ob das was bringt. Meine... Wenn das am Ende die Lösung unseres Problems sein soll, dann liebend gerne. Also dann spiele ich auch gerne mal eine Runde als Novize. Okay, wenn ein bisschen was bringt es ja tatsächlich mit dem Schwierigkeitsgrad. Okay, ein bisschen was bringt es ja mit dem veränderten Schwierigkeitsgrad. Okay, ich meine, dann muss man halt wirklich in dieser Situation einfach mal mit einem anderen Schwierigkeitsgrad spielen. Sorry, wenn ich mich da jetzt so ein bisschen auch in die blödeste Situation aller blödesten Situationen gebracht habe. Aber, also ganz ehrlich, diesen... Echt hart, diese Fallmaß hier.
Ich habe sie auch trotzdem noch nicht besiegt. Also, Alter, das ist hier wirklich krass. Also, die sind einfach so unglaublich stark. Die sind so stark, die können sich heilen. Die hauen uns hier mit 2-3 Schlägen einfach weg. Also, wo ich mich dann wirklich frage, WTF, wie soll man das dann bitte schaffen? Wie soll man das, also, ja klar, man muss halt besser spielen als ich. Das ist mir natürlich schon klar, dass ich jetzt auch nicht unbedingt mega gut gespielt habe. Und ich suche gerade Magikartränke, da mal ein Däubchen. Ist mir auch schon klar, dass ich jetzt auch nicht gerade das beste Gameplay hier hingelegt habe. So. Ah, jetzt machen sie wesentlich weniger Schaden. So, wenn sie weniger Schaden machen, dann kann ich auch mehr austeilen. Naja, immerhin. Haben wir es dann wirklich noch relativ geschafft hier. So. Oh, Leute, ey. Was war das jetzt hier für ein Run? Das war ja... Oh, und das laggt jetzt hier gerade so richtig. Wahrscheinlich, weil jetzt hier gerade einfach das ganze Spiel einmal umgerechnet wird auf einen anderen Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, deswegen laggt das jetzt hier auch gerade alles so, weil der ganze Spielstand jetzt einmal umgerechnet wird. So, krass. Okay, ich würde jetzt hier auch mal Pause machen, weil ich weiß ganz genau, ich werde hier eine Menge schneiden müssen. Ganz ehrlich, hier wird gleich richtig viel geschnitten werden. Naja, ah, komm, die da oben können wir auch noch schnell platt machen. So, ich sag gleich noch ein paar Worte zu dem, was hier heute passiert ist. Weil es ja echt so einiges. So. Boah. Zu legen. So, liebe Leute, ihr fragt euch jetzt bestimmt, Hyuga, was ist in dieser Folge bitte los gewesen? Ganz kurz mal. Also, es war so. Diese Falmer sind unglaublich stark und ich hätte nicht gedacht, dass sie so krass stark sind, dass sie mich wirklich teilweise mit 2-3 Schlägen einfach nur zerficken. Also das ist wirklich gerade ein ziemliches Schlachtfest für die Jungs gewesen. Krass, also wirklich echt krass. Und deswegen... habe ich mich hier in eine sehr blöde Situation manövriert und ich kam hier nicht mehr raus. Also ich konnte teilweise keinen von denen töten, weil die haben sich hochgeheilt, die waren unglaublich stark, also ich kam hier keinen Meter mehr vorwärts und ich konnte mich letztendlich nur dadurch retten, dass ich den Schwierigkeitsgrad runtergestellt habe. Deswegen leckt das auch gerade so, weil das ganze Spiel einmal umgerechnet wird. Das werde ich auch bis zum Ende des Dungeons, glaube ich, erstmal so lassen, weil ich glaube nicht, dass das mega leichter wird. Übrigens finde ich unsere Pose voll geil, vor allem weil Brynjolf so den Kopf senkt. Das hat so sieht irgendwie so ein Rapper-Album aus, finde ich. Auf jeden Fall, ja, sorry für das ganze Chaos, für die vielen Schnitte, aber diese Folge war echt mega chaotisch. Ich hoffe, es wird jetzt hier noch besser. Ich habe auf jeden Fall noch Spaß an dem Spiel, aber gerade eben war wirklich so, dass ich dachte, krass, das war's jetzt so. Du hast dich praktisch in einen, wie nennt man das, so einen Game Killer manövriert. Es gibt ja so diese Punkte, an denen ein Spiel dann nicht mehr weitergeht und so ähnlich war es gerade bei mir. Also war mega mäßig hart. Also sorry dafür und ich versuche, dass das auch dann in der nächsten Folge besser wird und Brynjolf Kopf hoch, das wird schon alles wieder besser werden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, BB, euer Hyuga.